Du willst easy und entspannt und vor allen Dingen super schnell leveln, dann bist du jetzt hier wahrscheinlich in diesem Dragon Ball Z Kakarot Video genau richtig. Ich zeige dir jetzt hier Schritt für Schritt, wie ich hier vorgehe und relativ schnell hier in den Leveln steige. Ich starte hier direkt mal einmal mit dem Kampf, damit du dir einmal einen Überblick über die Punkte verschaffen kannst. Und dann ganz einfach werde ich dir hier Schritt für Schritt zeigen, was ich hier für Settings habe, warum das Ganze hier so schnell geht und ja, werde dir einfach das Ganze drumherum mal einmal hier erklären. Das ganze Level-System habe ich hier auch noch ein paar Anmerkungen, ein paar Tipps und Tricks ganz einfach dazu, was ich so rausgefunden habe hier die letzten Tage. Darum soll es sich jetzt hier in meinem Großen und Ganzen drehen. Du siehst, ich befinde mich jetzt hier im Trainingsraum in der Capsule Corporation. Werde ich jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Hier jetzt der Kampf 334.752. Ja, das ist schon mal eine ganz stattliche Anzahl. Geht natürlich noch wesentlich mehr. Auch das werde ich dir jetzt hier zeigen. Hier ist die Capsule Corporation. Kommst du natürlich dann irgendwann im Verlauf der Story hin. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht zu dem Modifizieren hier für die verschiedenen Materialien. Hier kannst du dir den Trainingsraum ausbauen. Ja, hier weißer, schwarzer Meteorit und so weiter und so fort. Schau gerne mal in meiner Playlist vorbei, falls du damit Probleme hast. Das habe ich hier alles erklärt. Und wenn du hier den Raum modifiziert hast, hast du hier natürlich die verschiedenen Stufen. Ja, wenn du jetzt hier beispielsweise Level 70 bist, kannst du natürlich hier den Kampf gegen Freezer machen oder ein bisschen drüber. Auch das gibt hier schon sehr, sehr viele Punkte. Ich bin jetzt hier mehr im Endgame schon, habe die Story schon durch, bin jetzt schon weit über Level 130, möchte aber hier noch gerne weiter leveln für die DLCs. Es sind noch ein paar Berserker-Gruppen gespawnt, möchte hier einfach noch ein bisschen mehr rausholen. Und jetzt zeige ich dir hier ganz einfach mal meine Settings. Also als erstes ganz, ganz wichtig zu wissen, was hier die Charaktere angeht, da hatte ich einen kleinen Denkfehler. Wenn du jetzt hier beispielsweise, oder ich zeige es mal anders, wenn du jetzt hier meine Gruppe siehst, besteht aus Son Goku, Son Gohan und Vegeta, die drei. Und du siehst hier die verschiedenen Charaktere, die auch nicht in meiner Gruppe sind. Da dachte ich immer, ich muss sie mir hier ganz einfach in die Gruppe packen, um sie dann leveln zu können. Das ist aber hier kompletter Blödsinn. Also auch hier, deine ganzen Jungs steigen dann direkt auf. Ich kann mal hier ein ganz gutes Beispiel suchen. Vielleicht hier schaut zu, hat jetzt oder benötigt noch 427.482 Punkte zum Levelaufstieg. Das Ganze können wir uns hier ganz einfach mal merken. 427.000 Punkte. Also müssen hier nicht in der Gruppe sein. Also dementsprechend rüste hier immer deine drei stärksten Charaktere aus, wo du schnellstmöglich hier den Kampf ganz einfach beenden kannst, wenn du dir das Ganze hier farmen willst. Und auch die ganzen anderen Charaktere hier wie Trunks und C18, Son Goten und so weiter und so fort leveln ganz einfach mit und bekommen diese Punkte auch gut geschrieben. Erster Tipp, hier das Community Board. Damit steht und fällt natürlich hier das schnelle Leveln. Du siehst, ich habe hier meine Trainings-Community komplett ausgebaut. Hier siehst du Kampf-EP auf Max plus 100%. Sprich, deine Kämpfe oder die EP, die du nach den Kämpfen bekommst, werden ganz einfach verdoppelt. Ja, hier diese ganzen Seelenabzeichen bekommst du dann ja, in der Hauptstory ganz, ganz viele natürlich bei Nebenstories. Mache hier ganz, ganz viele Nebenaufgaben. Du kannst auch Dragon Balls sammeln. Dann kannst du hier Charaktere wie beispielsweise Nappa bekommst du dann als Belohnung, wenn du hier Dragon Balls gesammelt hast, gegen frühere Gegner kämpfst. Und so weiter und so fort. Ich denke, das ganze System wird dir bekannt sein. Ich mache hierzu auch nochmal ein separates Video die nächsten Tage. Also versuche auf jeden Fall hier die Trainings-Community ganz einfach komplett zu leveln. Ja, hier der Wert dafür ist dann quasi dieser Bizeps, der dritte von oben. Siehst du jetzt hier 19 von 19. Ja, wenn du hier einen sehr, sehr guten hast, der hat dann beispielsweise hier 25. Und dann kannst du hier noch durch Trainingsstufenbegrenzung das Ganze auf bis zu 30 hochpimpen. Wie gesagt, ich werde da bald nochmal näher drauf eingehen. Und dann habe ich hier auch meine Kochen-Community komplett gelevelt. Hier siehst du auf Max, Kochen ist immer ein gigantischer Erfolg. Dauer von Essenseffekten plus 100 und Status-Boost-Effekt plus 20%. Auch das ist hier natürlich nochmal ein großer Vorteil. Das Ganze ist hier gekoppelt an die Gegenstände. Ganz oben Gegenstände, einmal R1. Okay, ich sehe, ich bin hier ein kleiner Messi. Ich habe unheimlich viel gesammelt. Ich müsste mal hier zum Händler ganz einfach gehen, mal ein paar Sachen verkaufen, so nebenbei. Und hier knallst du dir die Megamasse Stufe 5 rein. Ja, und hier siehst du oben über mir Essenseffekt plus 50% EP und das Ganze hält für 3 Minuten an. Durch meine Kochen-Community hält das Ganze jetzt hier ein bisschen länger an. Ich schmeiße das Ganze hier ein, plus 50%. Wenn ich hier einmal rausgehe,
siehst du dann auch über mir hier dieses kleine Symbol, 50% steht hier unter den Bällen. Und jetzt können wir hier nochmal einen Kampf starten. Ich persönlich mache hier immer gerne diesen Level 90 Kampf. Warum mache ich das Ganze? A, Megamasse Stufe 5, habe ich gerade gesagt, bekommst du hier als Belohnung. Also wenn du dann ein paar Kämpfe gemacht hast, bekommst du hier diese, oder nicht, wenn du ein paar Kämpfe gemacht hast, nach jedem Kampf zum Abschluss bekommst du als Belohnung die Megamasse Stufe 5. Dementsprechend wird sie dir ganz einfach nie hier ausgehen. Du kannst sie hier immer weiter benutzen letztendlich, kannst dann wieder 2, 3, 4, 5 Kämpfe machen, wie auch immer. Je nachdem, ob deine Essens-Community hier bzw. deine Koch-Community ganz einfach gelevelt ist. Und so geht dir die Megamasse wirklich nie aus. Und du kannst dir hier nochmal immer diesen kleinen Effekt, diesen Boost ganz einfach auch nochmal reinknallen. Und hier sind die 410.000 EP, die du dafür bekommst. Natürlich durch die Trainings-Community, durch die Megamasse Stufe 5. Warum mache ich hier nicht mehr? Ganz einfach, du kannst es hier gerne mal ausprobieren. Wenn du hier den Level Stufe 95 Kampf machst, bekommst du, glaube ich, ich weiß nicht, lass mich lügen, 12.000 Punkte vielleicht mehr. Hier bei der gegen die geheimnisvolle Kriegerin Stufe 100, das ist hier die höchste Stufe dann letztendlich auch von Gegnern in dem Trainingsraum, bekommst du, glaube ich, 24.000 Punkte mehr. Die Kämpfe dauern aber eben wesentlich länger. Deshalb probier hier mal ein bisschen rum, was für dich am besten ist. Ich habe die beste Erfahrung hier gemacht, wie gesagt, die Megamasse auch als Belohnung. Und jetzt zeige ich dir zu guter Letzt noch einmal hier mein Setting und dann machen wir noch einen Kampf. Vielleicht für dich auch wichtig zu wissen, Charaktere, warum ich den Kampf hier so schnell beende, liegt aus meiner Sicht an zwei Sachen. Du siehst hier den Fähigkeitenbaum mit Dreieck und dann gehe ich hier ganz nach unten. Ich habe mir jetzt hier komplett aufgelevelt. Hier kannst du auf das Trainingsgelände gehen mit dem Bizeps, ja, die Trainingsplätze. Auch bei einer höheren Stufe, ich glaube, du brauchst hier Stufe 105. Wie gesagt, das Endgame, dann schaltest du hier dieses ultimative Genki Dama frei. Das hier habe ich ausgerüstet in Verbindung mit ein bisschen weiter rechts mit dem Auto Super Saiyan Stufe 3, beziehungsweise Stufe 4, Auto Super Saiyan 3, Stufe 4, so ist richtig. Automatische Verwandlung in Super Saiyan 3 zu Beginn des Kampfes. Ja, dann bist du natürlich nochmal wesentlich stärker, das Ganze geht viel schneller. Und wenn man jetzt hier einmal sich die Superangriffsauswahl anguckt, ich habe hier wirklich nur das ultimative Genki Dama ausgerüstet. Aus meiner Sicht definitiv hier der stärkste Angriff, wahrscheinlich im gesamten Game. Super, super geil. Die Gegner gehen hier relativ schnell K.O. Und dann siehst du hier unter Wissen, Auto Super Saiyan 3 auch ausgerüstet, automatische Verwandlung und so weiter und so fort. Knall dir hier auch alles mit Wissen voll. Ich habe hier noch gnadenlos 40% Schaden bei einem Gegner mit niedrigerer Stufe. Extrem wichtig, hier auch gnadenlos reinzupacken. Guck hier mal ein bisschen durch, was du dir alles freischaltest. Wie gesagt, kannst du dir auf den Trainingsplätzen freischalten, das Ganze. Dann gehst du in den Fähigkeitenbaum. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob mein Statuseffekt hier noch aktiv ist. Ja, die 50% sind immer noch aktiv. Und jetzt zeige ich dir nochmal einmal, wie ich hier in dem Kampf immer vorgehe und versuche, ihn so schnellstmöglich zu beenden. Zu Beginn des Kampfes sofort einmal R1 und dann arbeite ich hier mit diesem Limit Breaker, schieße hier einmal noch den Final Flash hinterher. Das sind dann die Angriffe von meinen Verbündeten. Und dann gehe ich hier ein kleines Stückchen zurück, um hier meine Genki Dama zu zünden, meine Ultimative. Ich mache das Ganze immer ein bisschen auf Distanz. Passiert mir immer mal wieder, dass der Angriff abgebrochen wird, wenn du gerade einen Hit bekommst. Deshalb mache ich das Ganze hier ein bisschen auf Distanz. Ja, und dann lege ich die zweite hier nach. Und dann ist meist der Kampf eigentlich auch beendet. Genauso ist es. Also ich denke, der ganze Kampf hier wahrscheinlich um die 30 Sekunden. 410.000 Punkte, das ist eine ganze Menge. Hier gibt es einen Stufenanstieg nach dem anderen. Ja, und das, was ich gerade zu Beginn gezeigt hatte, wenn du hier bei den Charakteren guckst, sie sind natürlich jetzt hier auch schon weiter gelevelt. Sind hier einige Stufenanstiege schon zu verzeichnen. Das ist halt eben das, du musst ja wirklich nicht in die Gruppe reinpacken, leveln automatisch mit hoch. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, hier war der ein oder andere nützliche Tipp dabei. Wenn du hier gerne schnell, easy und entspannt auf jeden Fall leveln möchtest, vielleicht gab es hier ein paar Neuigkeiten. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir das Ganze jetzt hier noch erleichtert wird dadurch. Abonniere meinen Kanal und lass mir ein Like da. Wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. In diesem Sinne jetzt hier viel Spaß mit dem Hochleveln. Mach's gut, bis bald und tschüss.